Jahre. Da hatte ich schon die Idee, so eine Art Querschnitt zu machen. Mhm. Da wollte ich einen Blogger haben. Da hatte ich den Fabo von Superlevel, Heiko Gogolin von der G damals noch und halt Poki. Ja? Ach, wir sind drauf? Oh, guten Morgen. Das haben wir nicht mitgekriegt. Da habt ihr ja alles gehört, was wir gesagt haben. Herzlich willkommen zu Industrie Skyporama. Mit diesem kleinen Fauxpas starten wir direkt in den Tag. Und ich darf begrüßen, ich freue mich wirklich sehr, Jan Klose von Deck 13. Hey. Hallo Jan, schön, dass du da bist. Du bist ja schon früh angereist aus Frankfurt. Wir haben auch schon eigentlich alles besprochen. Ja, wir sind durch. Wir sind durch eigentlich. Ne? Hab mich gefreut. Ja, mich auch auf jeden Fall. Sehr gut. Jan. Vielleicht machen wir es wirklich so. Erstmal schön, dass ihr alle da seid. Ihr seid zahlreich am Start. Das freut mich wirklich sehr, denn wir wollen jetzt, ich habe Hauke nicht zugehört, das war bestimmt super geil, was er alles gemacht hat. Wir wollen jetzt einfach mal ein bisschen mehr in die Tiefe starten. Dazu ist Industrie Skyporama da, dass wir Kollegen und Masterminds der deutschen Games-Industrie vor die Kamera lotsen. Heute ohne Skype, deswegen Industrie Porama mit Jan. Und vielleicht magst du dich erstmal ganz kurz vorstellen. Wer bist du, Jan? Ja, ich bin der Jan Klose von Deck 13. Und ja, wir machen Spiele für PC, Xbox, PlayStation, iOS, haben jetzt Lords of the Fallen gemacht und ich war der Game Director bei dem Titel und habe geguckt, dass irgendwie alles zusammenkommt, dass ein Produkt draus wird, ja. Aber nur als einer von vielen, die das Ding aus dem Boden gestampft haben und ja, ist auch immer noch so mein Job. Ich bin mit Gründer und Geschäftsführer von Deck 13 und habe damit mehr als alle Hände voll zu tun. Auf jeden Fall. Also theoretisch machst du genau das, was sich inzwischen weltweit extrem viele Leute wünschen, nämlich eine eigene Firma gründen, riesengroße Spiele machen, wie eben Lords of the Fallen. Das ist eben kein kleinerer Titel, sondern das ist halt ein AAA-Titel aus deutschem Lande. Das Und es ist jetzt nicht so oft passiert, oder? Ging ja auch schnell bei uns. Also hat ja nur ein, zwei Jahre gedauert. Ich bin jetzt endlich 26 geworden. Ja. Es ging eigentlich ganz locker von der Hand alles so bis jetzt. Also das heißt, du hast Deck 13 gegründet mit 11 ja. ungefähr. Nächstes Jahr werdet ihr 15 Jahre alt als Deck 13 Interactive, ne? Genau, und großes 15-jähriges Jubiläum. Aber du hast schon früher angefangen mit Artex Software. Stimmt. Eine andere kleine Spiele. Wie bist du denn überhaupt da reingekommen in die gesamte Industrie? Ja, total langweilig und ungeplant. Ich habe eigentlich immer irgendwelche Spiele gebastelt, als ich klein war, sehr klein. Am Anfang irgendwelche Brettspiele und so. Und ich fand es immer spannend. Habe selten ein Projekt zu Ende gemacht, natürlich, als ich irgendwie 13, 14 war oder so. Kennt man. Aber im Grunde genommen war es eher so, dass ich nicht aufgehört habe, den Kram zu machen, anstatt dass ich irgendwann gesagt hätte, ja, jetzt steige ich ein und wie geht das denn und was muss man denn machen und hey, ein Businessplan, sondern es war eigentlich immer andersrum. Ja. Und zu Schulzeiten ist dann mit meinem auch Mitgeschäftsführer bei Deck 13, mit dem Florian Stadelbauer, ein Spiel rausgekommen, wo wir gesagt haben, ach, das kommt ja ganz gut an. Vielleicht sollen wir mal noch eins richtig machen, so wie man das macht mit der Spieleentwicklung, so mit Plan dahinter und vielleicht mit Mitarbeitern oder so. Und da haben wir sehr viel gelernt dann. Und das war 1997, 98. 1997, ja. Okay. Da waren wir so, okay, wenn ich jetzt, ja, wir waren so 20 ungefähr. Das ist super gut. Aber trotzdem, bevor ihr dann sozusagen zu diesem Punkt kamt, habt ihr einfach nur selber einfach ein bisschen rumprobiert. Was habt ihr da benutzt? Eigentlich haben wir auch danach nur rumprobiert, aber ja. Okay, hat sich ganz gut entwickelt, würde ich sagen. Ja. Was habt ihr damals benutzt? Also ich meine, zu dem Zeitpunkt 97, da habe ich sehr viel Counter-Strike gespielt zum Beispiel. Mhm. Wobei Counter-Strike dann noch relativ frisch war. Das war noch sozusagen die Modifikation und eigentlich war es nur eine Map, glaube ich, um 97 herum. Und ich habe X-Wing vs. TIE Fighter mit AOL-CDs online gespielt. Mhm. Und das war so ungefähr die Zeit, plus minus ein paar Jahre. Da kam dann dieses mysteriöse Internet so langsam. Ja, ja, exakt, exakt, ja. Und was habt ihr denn da genutzt, um euch selbst auszuleben, um selber sozusagen eigene Spiele zu kreieren, digital? Ja, im Grunde genommen, wir hatten ja noch gar keine PCs damals, wir hatten ja noch nichts. Ja. Nee, wir waren verrückterweise auf ganz exotischen Spiele- oder Computerplattformen unterwegs, nämlich auf der RISC-OS-Plattform. Das war so ein bisschen was, wie man es vielleicht Amiga oder Atari oder sowas zu der Zeit gekannt hat, aber was ganz Exotisches aus England und wir fanden das total super und haben gesagt, boah, ist doch viel besser als der PC. Und der große Vorteil war, da gab es halt kaum Spiele drauf. Ja. Aber es war halt eigentlich eine super leistungsfähige Maschine, die damals auch noch ein bisschen besser war als die PCs. So. Die haben dann zwar fies überholt, aber zu dem Zeitpunkt war das noch so das Ding. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja cool, machen wir doch Spiele dafür. Und dann war das so ein Sandkasten, wo man auch mit irgendwie 500 verkauften Spielen mega erfolgreich sein konnte, weil man halt alles selbst gemacht hat. Wir haben die Verpackungen dann geklebt mit Uhu und ach, so. Geil, und, die auf Messen gebracht, nach England, haben geil. Dann da einen kleinen Stand gehabt und die verkauft. Das war so ein bisschen wirklich wie so Sandkastenspieleentwicklung. Das war natürlich cool. Wie hieß das? Dass man
wie hieß das erste Spiel, was ihr wirklich selber dann mit Uhu festgeklebt habt? Das ist hieß super. Exodus und war eine Weltraum-Kolonisierungssimulation, wo du so Planeten besiedelt hast und sowas. Ach geil, echt? Ja, und das, da haben wir dann, waren wir ganz stolz, dass wir dann 500 Stück zusammengepappt und verkauft hatten. Also ihr saßt wirklich zu Hause in Frankfurt, das ist aktuell der Hauptsitz sozusagen von Deck 13. Ja. In Hamburg habt ihr noch ein weiteres Team, aber da können wir später noch drauf eingehen. Das heißt, ihr saßt damals in Frankfurt, ja? Da bist, seid ihr auch groß geworden und habt einfach 500 Packungen mit Uhu vollgeklebt. Ja. Das ist ja super geil. Und vorher haben wir die in einem Druckshop ausgedruckt. Das ist ja super cool, auf jeden Fall, ja. Die haben wir dann mitgenommen. Wie war das Feedback für euch? Also ihr seid ja nach England gefahren, habt den Stand da gehabt und das Feedback, da waren dann andere Kollegen, die wahrscheinlich irgendwie auf der Risk OS selber Spiele entwickelt haben, etc. Gab es denn damals schon so dieses Bestreben, 97 Videospiele, das ist das nächste große Ding? Gab es da viele Headhunter, die gesucht haben und geschaut haben, Mensch, ihr scheint was Gutes drauf zu haben? Nö, eigentlich nicht. Also auf der Plattform sowieso nicht. Da haben alle gesagt, yeah, es gibt Spiele und die sind neu und nicht irgendein Port vom, weiß nicht, Amiga. Cool. Und da waren natürlich ein paar Leute, die auch Spiele entwickelt haben, aber die waren genauso wie wir dann da und haben da irgendwie ihre paar Spiele vertickt. Aber nee, das war schon spannend, aber es war nicht so, dass man gesagt hat, da geht jetzt irgendwie die riesen Spieleindustrie los. Also Headhunter haben das erste Mal tatsächlich irgendwie dann angerufen, als irgendwie wir 2003, 2004 dann ein richtiges Studio aufgebaut haben und eine Webseite hatten, wo du den Programmierer finden konntest. Und dann hat ein Headhunter gesagt, hey Programmierer, ruf ich gleich mal an und erzähl eine komische Lügengeschichte, um die ans Telefon zu kriegen. Echt? Ja, das ist ziemlich oft passiert. So machen Headhunter das? Ja, ja, die rufen immer an und sagen, ah, guten Tag, ist denn der Herr sowieso da? Und dann sagst du, ja, worum geht's? Nee, nee, ist privat und so, würde ich gerne mit ihm selber besprechen. Das ist doch illegal. Ja, dann sagen sie, Entschuldigung, dass ich mich hier so reingemogelt habe, aber ihr Lebenslauf sieht wirklich so gut aus, rufen Sie mich doch mal privat zurück. Ja, so funktioniert es mit Headhuntern. Echt? Ja. Ach, so geht das? Ja. Ja, sehr gut. Ja, bei uns ruft man nicht an. Ja, wir können mal ganz kurz reingehen, aber das ist schon wahrscheinlich ein frischeres Bild hier. Oktober, 28. Oktober 2011, Risk OS 5. Ja, irgendwelche das heißt, Verrückten entwickeln das immer noch weiter. Genau, ja? Dieses Operating-System gibt es tatsächlich noch. Wir gehen mal ganz kurz auf meinen Rechner drauf, bitte, wenn das möglich ist. Und das sieht ja aus wie Windows 3.11. Nein, schöner aus als 3.11. Ja, damals gab es ja 3.11 und wir haben gesagt, oh Mann, warum benutzen alle so einen alten Käse, der damals nicht so alt war und nicht so was Schönes wie wir. Ja, das hat sich so 3-4 Jahre lang gehalten. Da konnten wir sagen, oh, wir entwickeln auf den Geheimcomputern mit dem tollen Betriebssystem und keiner kennt's und wir sind viel toller als alle anderen. Ja. Und dann hat Microsoft leider noch ein bisschen mehr Geld in... ich sage jetzt mal nicht in die Marktverdrängung, aber ich sag mal in ihre PR-Strategie und wahrscheinlich auch ein bisschen was in die Produktentwicklung gesteckt. Und dann waren die ganzen anderen halt weg. Ich meine, dann hat die keiner mehr benutzt, dann haben alle Windows benutzt. Mich würde wirklich mal interessieren, da haben wir vorhin auch drüber gesprochen, wie viel Prozent denn sozusagen Windows als Operating-System weltweit eigentlich einnimmt. Also es ist ja, die sind halt platzhirsch. Also es war ganz lange so, dass irgendwie Apple 5% hatte. Irgendwann hatten sie, glaube ich, mal 10 oder sowas. Ja, wird halt mehr. Aber auf der anderen Seite jetzt mit den Smartphones und Co. irgendwie gibt es ja eh nochmal eine ganz große Veränderung, glaube ich, was generell die Nutzung von Technik angeht. Also Operating-Systeme, die verschwimmen ja ohnehin. Und Windows 10 kommt ja auch umsonst jetzt. Ja, und Windows will ja jetzt wieder das Operating-System für alle sein. Ja? Die wollen ja jetzt auf die Xbox, auf den PC, aufs Tablet, aufs Telefon. Ja. Hier ein kleines, nettes Spiel und das als Überleitung. Vielleicht können wir da nochmal draufschalten, liebe Regie, ebenfalls von Risk OS. Ist irgendwer in der Regie zufällig da? Hallo? Geht das überhaupt? Vielleicht sind auch einfach alle abgehauen. Kann sein. Vielleicht sind alle abgehauen. Da müssen wir es beschreiben mit unseren eigenen Worten. Hallo? Nee, ich glaube, wir sind alle weg, scheinbar. Ja, ich will mal gucken. Also ich frage nochmal, aber das ist wichtig. Das ist nämlich eines meiner Lieblingsspiele damals gewesen. Und das ist eine tolle Überleitung. Wir schauen immer, da ist ein Kontrollmonitor, könnt ihr gerade nicht sehen. Aber der Kollege Johannes rennt gerade rüber und versucht, den einen Knopf zu drücken, der dafür notwendig ist. Da, toll, da haben wir es. Ja, so funktioniert das bei uns hier. Ja. So gut geht das, also richtig automatisch quasi. Ja, kein Ding. Technik. Ich bin begeistert. Ja, wir benutzen ein eigenes Operating-System. Ist noch nicht fertig. Dankeschön. Open Transport Tycoon heißt das Ganze, Deluxe, und das lief unter anderem auf Risk OS und Transport Tycoon, das ist ein ganz gutes Stichwort, denn Deck 13 entwickelt neben Lords of the Fallen auch noch andere Spiele, wie zum Beispiel Transocean, was eigentlich vom Gameplay her eher in so eine Transport Tycoon-Ecke geht. Fängt auch mit Trans an. Auch mit Trans an, genau.
Transcendent und Co. Alles das Gleiche, es ist alles nur Wirtschaftssimulation. nee, aber das ist natürlich im Prinzip erwachsen aus einem Ports of Call-Gedanken, ebenfalls ein sehr altes Spiel. Damit bin ich dann aufgewachsen tatsächlich und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Was macht denn Deck 13 eigentlich noch alles? Also ihr seid Spieleentwickler, die Geschichte haben wir jetzt ganz kurz mal skizziert, wobei die natürlich, da gibt es wahrscheinlich noch sehr viele andere coole Geschichten irgendwie zu erzählen, aber lass es mal weitergehen. Und auch schreckliche. Und auch schreckliche, ja, okay. Aber mehr gute natürlich. Nein, aber Deck 13, also ihr macht jetzt gerade relativ viel. Natürlich jetzt gerade ganz frisch ist Lords of the Fallen letztes Jahr erschienen, Preise abgeräumt, den deutschen Entwicklerpreis habt ihr bekommen und weltweit habt ihr da auf jeden Fall für Aufsehen erregt, was jetzt nicht so viele deutsche Entwickler Studios hinbekommen haben, sage ich mal, bis auf Crytek, bis auf Jager, aber in der Größenklasse tatsächlich seid ihr da jetzt in Anführungsstrichen in der Top 3, würde ich jetzt mal sagen, oder? Das nehme ich einfach dankend so mit. Schätze ich mal, vielleicht weiß ich auch zu wenig. Also, ja, ich glaube schon, dass es nicht so viele Studios in Deutschland in der Größe gibt, halt international gesehen oder auch europaweit gibt es natürlich noch ganz, ganz andere Adressen, also ja, das ist klar, aber nee, wir haben uns da auch natürlich gefreut drüber. Ja, das ist klar, aber wie gesagt, die Geschichte zu, sagen wir, Lords of the Fallen, als auch dann zu einem Transocean, ging über Ankh, also tatsächlich eher verstärkt aus dem Adventure-Genre und Jack Keane war dann auch ein relativ großer Erfolg für euch auf jeden Fall. Und dann ging es halt weiter, dass ihr von den vermeintlich eher jüngeren Titeln, sag ich mal, also sehr bunt, adventure-lastig, hin zu Venetica, Blood Knights und dann Lords of the Fallen gegangen seid. Kann man anhand eurer Spiele selber erkennen, dass ihr erwachsener geworden seid, was die Spieleentwicklung angeht? Ja, ich weiß es nicht so genau. Wenn man sich anguckt, wer die Spiele wirklich spielt, dann sind wir jetzt bei den viel Jüngeren angekommen. Okay. Also wir haben jetzt viel Lords mehr, of the Fallen. Ja, tatsächlich, Lords of the Fallen spielen viel jüngere Leute, als Jack Keane oder Ankh gespielt haben. Auch wenn es von der Optik vielleicht genau andersrum aussieht. Ja. Aber es ist halt doch immer irgendwie, ich weiß nicht, das Action-Genre spielen halt dann doch viele 16-jährige Jungs. Ja. Das ist natürlich auch cool, also weil so viele 16-jährige Jungs spielen keine Adventures. Ja. Wir sind nicht so festgelegt, vielleicht zu deiner Frage, auf was wir jetzt wirklich machen. Ja. Wir haben immer Bock auf Rollenspiele gehabt. Das ist für uns so die Königsklasse irgendwie eines Spiels. Adventures sind halt cool und einfach zu produzieren. Wir haben Lust, schöne Geschichten zu erzählen. Adventures ist so das Geschichtenerzählmedium schlechthin. Ja. Von daher hat es auch Sinn gemacht, aber wir waren immer so ein Mehrprojekte-Studio. Wir haben nie so die eine Sache gemacht und das war's. Wir hatten oft zwei Teams bei uns, manchmal drei Teams. Jetzt neu halt, dass wir seit einem Jahr das Hamburger Studio auch da leiten und da spannende Sachen machen und wir überlegen eigentlich jedes Mal neu, worauf haben wir Lust, was wollen wir machen, was ist ein cooles Thema, was passt zu den Leuten und es muss nicht immer genau das sein, was wir gerade schon mal gemacht haben. Ja. Aber man sieht ja schon, dass wir versucht haben, möglichst viel wieder mitzunehmen von dem, was wir gemacht haben. Wir haben jetzt nicht irgendwie 100 Genres bedient, wir haben halt uns versucht zu entwickeln und du kannst dich vom Adventure schon zum Rollenspiel entwickeln, das geht. Ja. Du kannst sagen, ja, Kameras, Dialoge, Geschichten, Quests, das alles irgendwie, ein Questlog hast du da drin, Items hast du da drin, das ist schon da, aber das Rollenspiel ist halt irgendwie eine Welt aufbauen und Adventure ist mehr eine Geschichte erzählen und das ist natürlich schon ein Unterschied. Aber du kannst dann immer Sachen dazu tun und dann hast du irgendwann mehr ein Rollenspiel und weniger ein Adventure. Wir haben schon Venetica gemacht, auch als Rollenspiel. 2009 kam das raus und das hatte auch noch sehr, also einige Leute haben gesagt, ach, ist doch eher ein Action-Adventure. Wir haben gesagt, hey, eigentlich haben wir sogar mehr Rollenspielelemente drin, als Gothic oder Risen damals hatte. Aber das wirkte halt ganz anders. Also man kann immer die Stücke zusammensetzen und irgendwas draus machen. Und wenn es dann mal ein Tycoon-Spiel ist oder so, warum nicht, wenn es Spaß macht. Super. Ihr habt auf eurer Internetseite steht auch, Spiele müssen eine Seele besitzen. Ja. Was heißt denn das? Ja, das ist heißt, schwierig halt. Ja, es ist generell. Ich meine, was heißt eine Seele zu besitzen? Oh, da sind wir. Schön zum Mittag. Können wir es definieren? Tief grundlegende Fragen. Nee, das ist ja klar. Also, sie sollen irgendwie besonders sein. Sie sollen nicht das sein, was eh schon mal da war. Wir wollen nicht sagen, Action-Games sind cool und ziehen, deswegen machen wir ein Action-Game. Ja. Oder was braucht man für ein Action-Game? Wir machen mal Marktforschung und gucken, wie die Top 10 Features eines Action-Games oder so. Ja. Sondern wir kommen eher aus der Richtung zu sagen, was ist das Besondere da dran? Und nicht dieses Marketing, was ist der Hook? Ja. Was ist der USP? Wie kann ich es am besten verkaufen? Natürlich stellen wir uns die Fragen auch. In Lords of the Fallen sieht man sicherlich auch an, dass wir wirklich versucht haben, auch da einiges mit reinzunehmen, was das wirklich zu einem Paket macht. Dass Leute sagen, ja, sowas gefällt mir.
mehr. Sowas will ich spielen. Aber wir kommen nicht von der Richtung. Wir sagen nicht, okay, was gefällt allen und was müssen wir deswegen reinmachen? Sonst hätten wir auch nicht irgendwie eine weibliche Hauptfigur mit ein bisschen Romance-Geschichte in Venetica reingebaut für ein Rollenspiel. Dann hätten wir nämlich gesagt, hoch, nur ein spielbarer Charakter, das muss erstmal eine männliche Figur sein, sonst verlieren wir die und die Gamer damit. Ist das so hart? Also sind das die Regeln der Games-Industrie? Ja, schon. Nach wie vor? Ja und nein. Also das Gute ist ja, du musst ja nicht alle erreichen. Ja. Ich habe es irgendwie gelesen, es gibt 1,2 Milliarden Gamer auf der Welt und wenn du es versuchen würdest, denen allen recht zu machen, dann würdest du wahrscheinlich zwischen allen Stühlen landen, weil du ein Tablet, Konsolen, Controller, Touch, Puzzle, Action-Spiel machen müsstest. Gab's aber noch nie. Ja, vielleicht ist es eine Idee. Und ich meine, überleg mal, du verkaufst dann 1,2 Milliarden Einheiten, das wäre schon geil. Ich glaube auch, ja. Aber das Gute ist, die haben alle verschiedene Interessen und du kannst dann einfach gucken, ob du genug Leute findest, die das interessiert. Und dann kannst du eher von deiner Idee erstmal kommen und sagen, okay, wer will das spielen? Ja. Und dann kannst du immer noch sagen, ja schade, es will keiner spielen, dann haben wir vielleicht nicht das Budget, das zu produzieren. Oder du sagst, und so ging es uns ja ein bisschen mit Lords of the Fallen, viele Leute haben gesagt, irgendwie ist ein bisschen zu viel Dark Souls, habt ihr das kopiert? Das war eher andersrum, dass wir gesagt haben, wir wollen so ein bisschen taktischen Actionkampf machen und wir wollen, dass man im Spiel auch ein paar Mal stirbt. Geht es denn, wenn man sich Uncharted anguckt? Wollen die Leute denn sterben in ihren Spielen? Oder ist das blöd? Und dann kam halt Dark Souls oder Demon's Souls in dem Fall raus und haben halt gesagt, ja, prepare to die. Ja, ja. Und haben wir gesagt, hey, cool, man kann das machen. Man kann das Spiel ein bisschen fies machen, ein bisschen hart machen und ein bisschen herausfordernd machen. Dann lass uns doch mehr in die Richtung gehen. Und eher auch wieder der Gedanke, das Spiel hat halt eine Nische gezeigt, auch vielleicht eine große Nische, aber auch nicht so eine große. Ja, ja. Aber genug, dass du so ein großes Spiel draus machen kannst. Deswegen ist schon so hart, ist schon so, dass du echt sagen musst, okay, wer will das spielen, wie viele Leute kann ich damit erreichen und ja, dann weitergehen kannst. Schlussendlich ist es ja dann, naja, Industrie und ganz klassische Marktwirtschaft in dem Sinne, die auch in diesem Segment dann unterwegs ist. Aber wie schwer ist es denn im internationalen Kontext zu bestehen? Weil eigentlich Videospielproduktion ist kein nationales Ding mehr, oder? Ihr produziert ein Spiel und dann müsste man weltweit gucken, wie funktioniert es. Und da natürlich einhergehend natürlich alle internationalen Plattformen wie Steam oder im Mobile-Bereich entsprechend der Apple Store oder ne, der Google Store und so weiter und so fort. Dieses nationale Denken sozusagen ist eigentlich nicht mehr drin, oder? Ja, wir hatten jetzt auch gar keinen deutschen Publisher. Mit Lords of the Fallen hatten wir CA Games aus Polen. City und, Interactive. Genau, City Interactive damals. Jetzt heißen sie CA Games. Ich weiß nicht, wofür das C und das I genau steht, aber... Ja, weiß man nicht. Aber man weiß es nicht. Kann sie mal fragen. auf jeden Fall die haben was ganz Interessantes uns gesagt. Die haben nämlich gesagt... ihr in Deutschland habt natürlich ein bisschen das Problem, dass euer deutscher Markt so stark ist. Dafür können deutsche Publisher halt sagen, ich finanziere mich nur aus Deutschland. Und dadurch bleibt das Spiel nur ein deutsches Spiel. Weil aber nur Zahlen, sagen, also zahlenorientiert, das muss man vielleicht erklären, weil in Deutschland sehr viele Leute sehr viele Spiele kaufen. Genau, Deutschland ist ein starker Markt, Leute kaufen sehr viele Spiele und die haben auch ihre eigenen Themen. Strategiespiele funktionieren super in Deutschland. Adventures auch. Adventures funktionieren super in Deutschland. Ja. Und dann kannst du als deutscher Publisher sagen, ja, klar, aber wir machen erstmal, dass es für Deutschland passt und den Rest, ich kaufe mal die Rechte von euch mit ein, vielleicht mache ich was damit, vielleicht nicht. Und das ist für dich als Entwickler so, und wie soll ich das Spiel bauen? Wenn du einen polnischen Publisher hast, die sagen, der Markt ist halt so klein in Polen, du kannst nicht ein Spiel für die Polen machen, das geht nicht. Du kannst die mitnehmen, weil die dich gut kennen, aber du musst es international machen, du musst gucken, was funktioniert auf den großen Märkten. Dann gehst du halt von Nordamerika oder so aus und Europa kopiert ja eh alles oder konsumiert alles, was aus den USA kommt und deswegen kannst du dann von der Richtung das machen. Das heißt, es ist eigentlich notwendig, dass du von der anderen Richtung kommst, aber du musst nicht unbedingt deine Seele verkaufen, um nur das zu machen, was dem nordamerikanischen 15-jährigen Jungen gefällt, sondern du kannst auch was machen, was dem französischen 15-jährigen Jungen gefällt. Oder seiner Schwester oder beiden. Also das ist halt das Gute daran. Das erste Mal sozusagen auch mit dem sagen wir dann, internationalen Publisher, das sind dann wahrscheinlich auch genau diese Erfahrungen, die halt neu dazugekommen sind. Vorher habt ihr mit sehr vielen unterschiedlichen Publishern zusammengearbeitet, unter anderem DTP, dann RuneSoft, war richtig, genau, Astragon, Deep Silver und Co. Mhm. Ist die Zusammenarbeit mit Publishern denn wichtig und ab wann macht eine Zusammenarbeit Sinn mit einem Publisher? Weil, na klar, aktuell die Indie-Bewegung, die wir alle sehr geil finden, darüber haben wir vorher auch gesprochen, da geht es ja eigentlich so ein bisschen weg von dieser klassischen Entwickler, trifft auf Publisher, gemeinsam werfen sie den Markt durcheinander. Ich glaube, das ist echt genau gerade so im Umbruch und
früher hatten auch wir die Notwendigkeit, auch wenn wir ein ganz kleines Spiel gemacht haben, wir mussten zu einem Publisher gehen, damit der es irgendwie in den Laden stellt. Wir konnten ja nicht zum Mediamarkt kommen und klingeln. Da hast du noch das Problem, jeder Mediamarkt hat seine eigene Verwaltung. Das heißt, du musst zu allen Mediamärkten gehen und klingeln und sagen, hallo, wollt ihr unser Spiel haben? Und du willst ja dein Spiel entwickeln. Und jetzt ist es natürlich so, dass du schon das Ding auf Steam rausbringen kannst. Du kommst jetzt auch viel leichter auf Konsolen, wirklich mit deinem Indie-Titel. Das hat sich ja gerade im letzten Jahr krass geändert, was da die Policy auch ist von Microsoft, von Sony. Aber auf der anderen Seite sowas wie Lords of the Fallen, wenn es mehrere Millionen kostet, wie willst du die selber aufbringen dann? Ja, ja. Also die Finanzierung war immer ein Riesenpunkt. Inzwischen gibt es sogar ab und zu eine ganz gute Möglichkeit, sein Spiel zu fördern oder auch zu sagen, ich brauche nicht so viel für mein Spiel. Mein Spiel muss nicht 10 Stunden lang sein. Ich muss es nämlich nicht in den Laden stellen für 30 Euro. Ich kann es auch für 3 Euro irgendwo reinstellen. Dann ist es halt nur 1 Stunde lang, aber trotzdem finden es die Leute cool. Aber dann meckern doch die Leute, die auf Steam dann schlechte Rezensionen schreiben, oder nicht? Ja gut, irgendwer meckert immer. Es meckern auch Leute, wenn du gar kein Geld verlangst und dann spielst es 1 Stunde lang und sagen sie, warum nur so kurz? Aber es gibt halt auch viele andere, die sagen, ist doch geil und hat mich gefreut, ich will mehr davon haben. Ja, ich gehe mal kurz in den Chat übrigens und gucke, ob ihr auch meckert. So, Black Bügelboy. Ja, im Hintergrund, das ist René übrigens. René bügelt da hinten. Hallo René. Ja, also es wird immer gemeckert. Der Twitch-Chat, da wird nie gemeckert. Ihr meckert doch nicht, niemals. Nee. Tatsächlich reden sie über Bügeln. Vielleicht ein Bügelschmieden. Ja, Bügelsimulator vielleicht. Also es gab ja auch schon einen U-Bahn-Simulator, wo du irgendwie den Steuerknüppel hattest. Ich habe nur das Video gesehen, aber wir hatten mal vor, ein Special zu machen, weil Simulation ist ein deutsches Phänomen, oder? Also wirklich die Hardcore-Simulation, Landwirtschaftssimulator, dann aus München, Münchnerhausen hier der Seenotretter-Simulator und etc. Gibt es deutsche Spiele? Weil das hast du in einem anderen Interview gesagt, es gibt Spiele, die sind zu deutsch. Selbst für den internationalen Markt. Was heißt das? Ja, ich glaube, es gibt sehr, sehr deutsche Themen in Spielen. es ist tatsächlich so, dass viele Leute sagen, ein Spiel ist... ich würde mal sagen, Deutschland mal zu Osteuropa zu zählen. Es gibt osteuropäisch angehauchte Spiele, die sind dunkelgrau, dunkelbraun und dunkelgrün. Ist das wirklich so? Also kann man das so sagen? Inzwischen ist es nicht so, weil viele Leute, auch einfach Spieleentwickler, keinen Bock haben, irgendwie sich auf Klischees festnageln zu lassen. Aber als sowas wird man halt gesehen. Die Deutschen spielen Simulationen. Wir merken es auch, man kommt leichter damit weg, wenn man ein Spiel macht, wo jemand mit einer Keule durch den Wald rennt und Wölfe verprügelt, als wenn du irgendwie einen bunten Affen machst, der über grüne Hausdächer hüpft. Auch wenn vielleicht das Gameplay beim anderen viel geiler ist, aber du bist doch mit sowas immer leichter dabei, wo du sagst, irgendwie mit diesem Wikinger kann ich mich gut identifizieren. Und, also ich glaube schon, dass es deutsche Themen gibt, Simulationen auch. Ich glaube auch, dass Deutsche lieber sich Geschichten ein bisschen anschauen, anhören und sich in Mechaniken weiter reinfummeln. Also es gab sehr, sehr oft Sachen, dass wir mit Publishern gesprochen haben, die haben gesagt, wir müssen das alles reduzieren für den amerikanischen Markt. Gerade so Spiele wie Anno oder sowas. Ja. Wir müssen jetzt die Menüs kleiner machen, man darf nicht so viel Auswahl haben, wir brauchen ein Tutorial, was dir jeden Schritt erklärt und Krieg muss rein. Man muss auch kämpfen können. Nur aufbauen ist ja total langweilig. Wann kann ich denn die andere Stadt auch abfackeln? Ich glaube, das sind Klischees genau in die andere Richtung und Leute, die es auch versucht haben, ihre Spiele so zu drehen, sind genauso gescheitert. Das ist genauso wie wenn irgendwie jemand im deutschen Fernsehen versucht, einen Film zu machen, der den Leuten in Hollywood gefallen wird. Das wird denen genauso wenig gefallen, wie wenn jetzt... Hat Tatort mit Til Schweiger versucht? Ja, aber wie viele Nordamerikaner haben Tatort mit Til Schweiger geguckt? Ich glaube, damit kriegst du nur die Deutschen, die sagen, das ist ein bisschen wie Hollywood. Hat auch nicht geklappt. Oder hat auch gar nicht geklappt. Ich glaube, es ist ein bisschen wie wenn ein japanischer Koch einen Schnitzel zubereitet und sich da total viel Mühe mitgibt. Natürlich kann er das machen und irgendwie wird es auch ähnlich zubereitet sein wie ein Schnitzel, aber warum soll er nicht lieber seine Küche machen und die anderen machen ihre Küche? Und das sehen wir auch so ein bisschen so. Wobei du natürlich den Vorteil hast, dass du nicht ein Koch bist in der Spieleentwicklung, sondern dass du halt ein ganzes Team hast. Absolut. Und Crytek zum Beispiel holt sich natürlich auch lauter Leute, die eben rund um die Welt einfach arbeiten und wir haben auch sehr viele Leute halt mit dem Team gehabt, die eben nicht nur aus Deutschland sind. Von daher ist für uns so das deutsche Spiel eigentlich auch nicht so ein Thema. Ja. Wenn wir natürlich nur einen Publisher hatten, der nur das deutsche Spiel überhaupt verkaufen wollte, war es ein bisschen blöd. Ja, also ich glaube, also wie gesagt, für die Titel, die ihr macht, ist das Geschäftsmodell logischerweise nochmal anders. Für Browser-Games oder vielleicht für Client-Games etc., da hört man immer wieder mal, dass da erstmal in kleineren Märkten ausprobiert wird. Mhm. Das bedeutet, okay, es gibt irgendein Beta-Bild, Beta muss jetzt sein, sozusagen, gerade für Spiele, die langfristig geplant sind, also Richtung Multiplayer und Co. gehen.
Und dann kommen dann tatsächlich so sowas wie, ja, wir testen erstmal den Markt in Neuseeland oder ja, wir testen erstmal den Markt in Russland oder sonstiges ja, als erste Phase. Ja. Habt ihr davon auch gehört? Habt ihr sowas auch machen müssen? Habt ihr gesagt, okay, wir testen jetzt spezifisch Lords of the Fallen in irgendwelchen Beta-Builds nur in der und der Region, weil ihr wisst, dass dort die Leute offener sind für dieses Spielgenre? Nö, so mit Lords of the Fallen nicht. Was wir schon gemacht haben, ist, dass wir wussten, welche Spieler das halt mehr mögen und ja, okay, die kannst du halt schneller mal ransetzen, um zu gucken, ob es ein gutes Spiel ist, ob es funktioniert, ob die Mechaniken gut sind. Ja. Aber wir haben ja auch iOS-Titel gemacht und da macht man das sehr viel, dass man in Testmärkte geht, vor allem dann in kleinere, die irgendwie die ähnliche Kultur und Sprache haben, dass du zum Beispiel dann Österreich nimmst, um ja, den deutschsprachigen Markt zu testen oder Nordirland, um dann den englischsprachigen zu testen. Ja. Ich frage mich manchmal, wie das ist, wenn man in Österreich oder Nordirland lebt und kriegt im App Store die ganze Zeit die Vorabspiele, ohne es vielleicht zu wissen, weil alle Leute irgendwie das Land dazu benutzen, erstmal zu gucken, ob das Spiel gut ist oder nicht. Stimmt eigentlich. Das würde mich mal interessieren. Vielleicht seid ihr gerade in Österreich. Vielleicht könnt ihr ja was dazu schreiben. Das würde mich auch echt mal interessieren. Ist euch schon mal aufgefallen? Wahrscheinlich eben nicht, weil ja, das ist ja, ne, das ist ja, wie gesagt, das ist ja Marktgefüge in dem Sinne und das wird ja nicht groß kommuniziert. Nee, natürlich nicht. Also das würde ja das Ganze exakt, das macht ein bisschen schwieriger machen. Dann wäre es halt kein Testmarkt mehr, sondern ja, dann wäre es halt ein realer, faktischer Markt sozusagen. Ja, mit eurer Reichweite habt ihr jetzt das Geheimnis gespoilert und ruiniert. Und, yes! Wir brauchen neue Testmärkte. Ja. Heute Abend übrigens, Lichtenstein. Heute Abend übrigens Fabian Döhler zu Gast. Kennst du den? Hast du ihn mal kennengelernt, Fabian Döhler? Ich persönlich. Der hat lange Zeit bei Sega gearbeitet, ist jetzt unter anderem auch für The Witcher unterwegs, für The Witcher 3. Der kommt heute Abend rein. Der hat damals, wir kennen ihn von Giga-Zeiten noch, der hat damals die Xbox enthüllt, aus Versehen. Das war sehr dumm. Der kommt heute rein und der erzählt auch immer sehr gerne über so Marktgefüge und wie sowas funktioniert. Der enthüllt vielleicht auch irgendwas noch heute. Also das ist zumindest das, was wir immer glauben, wenn er vorbeikommt, dass irgendwas Schlimmes passiert. Das wird, er wird heute Abend dabei sein für diejenigen, die den schon mal mitbekommen haben. Das heißt, wir werden heute in diesem Thema so ein bisschen bleiben, so ein bisschen im Hintergrund mal ein bisschen die Games-Industrie an sich mal ein bisschen beleuchten. Macht aber auch Sinn, ne? Glaube ich, weil da verändert sich sehr viel, was sich auch bei euch verändert hat. Deswegen reden wir auch ganz häufig, beziehungsweise sollten häufiger reden, ist die eigene Belichtung eurer Produktion. Das ja, heißt, nicht nur klassisch, welchen Testmarkt sollten wir angehen mit Produkt XY, sondern ihr haltet jetzt selber die Kamera drauf auf den Prozess der Entwicklung. Das Ganze nennt sich unter anderem devplay.de, ein YouTube-Channel, das ist ein Zusammenschluss aus ganz vielen deutschen Entwicklerstudios, was super geil ist, was echt schon mal jetzt wunderbar ist und dort geht ihr halt eben auf diese entsprechenden Themen ein. Warum macht ihr das? Ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, was du gerade hattest, was du gerade gesagt hast, der Markt hat sich so ein bisschen verändert und Entwickler können eigentlich gerade viel mehr über sich selbst sprechen. Sie haben oft nicht mehr diesen Maulkorb von ihren Publishing-Verträgen, den man von früher kennt, wo man gar nicht so viel erzählen konnte und durfte teilweise. Ist das so hart oder was? Also groß teilweise schon. Ich möchte jetzt nicht alle Publisher irgendwie an den Pranger stellen, weil man ja mit solchen Sachen auch manchmal eine ganz schöne PR-Strategie hinbekommt, die dann einen Titel auch mal richtig nach vorne bringt, das, wo der Entwickler natürlich sich drüber freuen sollte. Aber schon so, dass man, wenn man die, ich sag mal, die Vermarktung seines Titels nicht selbst in der Hand hat, dann darf man teilweise auch nichts darüber erzählen. Ja. Das geht bis dahin, dass im Vertrag steht, man darf noch nicht mal erzählen, ob es überhaupt einen Vertrag gibt und ob man überhaupt drüber reden darf, was dann irgendwann bizarr wird, weil man auch nicht sagen darf, darüber darf ich nicht reden. Das ist wie unsere Arbeitsverträge. Ja, klar. Ne? Ja. Hallo Johannes. Nichts. Nee. Okay, Entschuldigung. Deswegen haben wir auch hier im Off ja den die Publisher Bulldog stehen und wenn ich die falschen Wörter sage, dann... Wie gemein. Auch das darf ich nicht sagen eigentlich. Mal gucken, was nachher passiert. Nee, aus Redaktionssicht, wir haben das ja auch mitbekommen auf den Messen etc., wenn dann wirklich die Kollegen irgendwie dann zu dritt standen, also der Dach-Kollege, dann Europe und dann International und wenn dann im Prinzip die Fragen gestellt werden, die man nicht stellen darf und dann wird man des Interviews verwiesen, das haben wir auch alles mitbekommen tatsächlich. Also das ist schon krass, aber... Deswegen wollen wir es immer andersrum zeigen. Genau, das gibt es halt auch nicht mehr. So, genau. Das ist etwas, ich glaube auch tatsächlich, das hat etwas mit euch da zu Hause zu tun, nämlich mit und mit den Medien logischerweise, die sich sehr schnell und sehr radikal weiterentwickelt haben, weil so eine Transparenz kann was Gutes haben, ne? Ja, und vor allem ist nicht nur die Transparenz, ist auch, dass wir uns nicht alle jetzt mehr so als die Konkurrenten sehen in der Spieleentwicklung. Also wir sind jetzt mehrere so mittelgroße, große deutsche Studios, die sich zusammengeschlossen haben bei DevPlay und wirklich sagen, wir erzählen alle was von uns, wir erzählen was gegenseitig, wir spielen die Spiele der anderen und die erzählen uns, warum sie Sachen gemacht haben, wir gehen in die Tiefe, wir verraten Geheimnisse, wir sagen, warum machen wir das überhaupt, wie funktioniert das? Und das wirklich so ein bisschen gegenseitig, wo man früher gedacht hat, wir sind doch die große Konkurrenz
und so. Und dann haben wir mal gedacht, okay, wir sind dann vielleicht 5 bis 10 Studios, die irgendwie ein bisschen bekannt sind in Deutschland, und haben festgestellt, dass allein in China, ich glaube, so 12 oder 16.000 Entwicklerstudios sind. Dann haben wir uns gedacht, Alter, echt? Ja. Dann dachte ich mir so, also da eine Konkurrenz ist schon ein bisschen albern, oder? Ja. Und warum tun wir uns nicht ein bisschen zusammen? Warum sprechen wir nicht zusammen über Sachen? Und das macht riesen Spaß. Und wir versuchen halt echt bei Deathplay so alle Aspekte mal zu beleuchten, die man sonst nicht so, nicht kennt, aber über die nicht so oft gesprochen wird einfach. Wo man ein bisschen lernt, warum machen die das? Warum haben die Entscheidungen getroffen? Wir haben zum Beispiel ziemlich viel gerade jetzt gesprochen gehabt mit dem Björn von Piranha Bytes. Mhm. Warum haben die Sachen in Risen gemacht, Risen 3? Warum haben sie andere Sachen nicht gemacht und so? Und haben das einfach mit uns mal verglichen. Wieso haben wir das gemacht? Wo waren unsere Probleme? Ja. Und haben da sehr spannende Runden draus gemacht, wo wir versuchen, möglichst viele Geheimnisse zu verraten. Das ist schön. Das ist wirklich sehr, sehr und nicht schön. So PR-Blabla irgendwie zu machen, so nee, das neue Buch verkaufen. Handwerk wird dann gezeigt, wir können auch mal ganz kurz die alte PR-Schule. kurz zum Bulldog gucken. Ja, ach, ja, endlich. Ich muss es einmal zeigen. Ja. Wir gehen mal ganz kurz auf meinen Rechner, liebe Superregie. Genau, Deathplay, das ist der YouTube-Channel, den habt ihr relativ frisch raufgehoben. Ja, ist ganz neu jetzt gerade. Wir probieren auch noch so ein bisschen, was das beste Format ist, aber wir haben halt die Leute zusammen schon und sprechen halt da gemeinsam. Wir haben auch irgendwann vor einiger Zeit schon mal darüber besprochen und wir finden es halt geil, weil ich glaube, Prozessschau ist genau das, was aktuell eigentlich am wichtigsten ist. Gerade jetzt, wenn da draußen viele Leute unterwegs sind, die einfach selber gucken wollen, naja, man meckert vielleicht viel über Spiele, aber was steckt denn eigentlich dahinter? Ja. Wie schwer ist denn das? Und bei den ganzen tollen, auch tatsächlich freien Softwares, die es inzwischen gibt. Also man kann theoretisch, wenn man einen Computer hat und Internet, kann man relativ schnell selbst anfangen, sich gute Tutorials anzugucken und selber tatsächlich in Richtung Spieleentwicklung zu gehen. Absolut. Und Deathplay, wie gesagt, da hat man hier den Jan Theisen von KingArt zum Beispiel. Ne? Black Forest Games ist auch noch mit am Start. Also einfach ein Zusammenschluss von sympathischen deutschen Games-Entwicklern. Und hier, The Book of Unwritten Tales, Lords of the Fallen, Folge 1. Was erklärt ihr denn da? Wir versuchen unter anderem einen Boss zu besiegen und starten angeberisch damit, den ohne Rüstung mit einem Dolch zu killen und scheitern kläglich dabei. Aber wir haben es alles live gestellt. Also wir haben nichts wiederholt, nichts irgendwie rausgelassen und das wollen wir auch weitermachen. Da fällt mir nur gerade ein anderes Video ein, das zeige ich jetzt aber nicht. Es gab für Dark Souls 2 gab es einen Typen, nee, Dark Souls 1 noch, gab es einen Typen, der hat mit der Guitar Hero Gitarre die Endbosse gelegt. Mhm. Also wirklich, kein Witz. Also das ist alles so absurd. Ja, seit ich gelernt habe, dass Leute blind Computerspiele durchspielen können, bin ich sowieso vom Glauben abgefallen. Awesome Games Done Quick, hast du davon mal was gehört? Mhm. Sagt dir das was? Mhm. Ein super Erfolg, auch auf Twitch. Also, es gab einen großen Livestream und ich glaube, oh Gott, die haben unglaublich viel. Vielleicht haben sie die Millionen sogar geknackt irgendwie für Krebsforschung haben sie für einen guten Zweck gesammelt. Und da haben die auch echt wahnsinnige Spiele gespielt. Ne? Also die Games-Industrie an und für sich kann ja eigentlich ganz lustig sein. Ja, oder? Die kann, wenn sie will. Ja? Und, wenn sie darf. Und wenn sie darf, ja. Gut, aber es gibt trotzdem, klar, Lords of the Fallen war aus unserer Sicht, als wir das gehört haben, uns hat das einfach gefreut. So klar, also jetzt gar nicht irgendwie wegen lokal, national, Patriotismus, blödes Wort. Sind wir ganz vorne mit dabei. Ja, ach Gott. Nee, aber klar, für mich persönlich gilt es halt einfach, ich finde es absolut wichtig, dass hier einfach auch mehr über die Entwicklung an sich gesprochen wird. Also Deutschland als Land, als Entwicklungsland, als Industrieland will ja immer fördern, aber gerade, sagen wir so, man lernt oftmals leichter und schneller, wenn es auch noch Spaß macht. So, und Deutschland als Industrieland rennt ja auch den ganzen technischen Trends immer nur hinterher, anstatt sie mal zu eröffnen. Vor 2 Jahren habe ich mal so eine tolle Statistik gesehen, dass Südkorea in allen Belangen, was so Technifizierung etc. angeht, auf Platz 1 ist. Und Deutschland pendelt immer so. Wir haben doch irgendwie seit 10 Jahren das ganze Land mit Breitband vernetzt. Und bei uns wissen die Leute teilweise noch nicht, wie man irgendwie Breitband ausspricht. Also schon peinlich. In Frankfurt sitzen wir ganz gut da. Wir sitzen irgendwie auf dem Internet-Knotenpunkt Europas. Also sehr gut. Wir haben da keine Empfangsprobleme oder so. Aber nee, ist schon so, dass wir auch gemerkt haben, jetzt, wenn du einen Spieleentwickler aufmachen willst, nicht umsonst hat es jetzt irgendwie 10 Jahre gedauert, bis wir mal ein Projekt mit Riesenbudget und wirklich mit allen Leuten, die wir auch brauchen, so gemacht haben. Es gab keine Ausbildung. Games Academy war am Anfang ein Witz. Jetzt können wir super Leute von da holen, aber 2005 kamen Leute und haben gesagt, ich will Game Designer sein, gib mir mein Team, ich mache euch ein Spiel. Und wir haben gesagt, so, wir geben dir kein Team, wir sind das Team und was? Du hast überhaupt keine Ahnung. Und jetzt ist halt so, dass wir sagen, hey cool, Games Academy, kommen wieder neue Leute, die können bei uns anfangen. Genauso mit Förderung oder so. Und
dass Leute zu uns kommen, dass Politiker zu uns kommen. Und ein Politiker, dessen Namen ich jetzt mal nicht nenne, okay, hat uns auch gesagt, dass er uns aber doch mal sagen müsste, dass er zum Beispiel mit Crysis ein echtes Problem hätte, denn er würde einfach nicht über Level 3 hinauskommen. Helmut ja? Schmidt. Vielleicht. Aber es hat sich halt gewandelt, ja, dass Leute einfach auch das ein bisschen mehr akzeptieren, aber das dauert halt in Deutschland alle 10 Jahre länger als woanders. Woanders hast du schon längst irgendwie, Frankreich hat schon längst irgendwie die Förderung aufgebaut und hat einen Topf von 12 Millionen gehabt. Polen ist eigentlich auch mit das beste Beispiel. Polen buttert da unglaublich hart rein, seit Jahren aber Polen, auch. Ja, Polen hat halt einfach eine Wirtschaft, wo die sagen, hey, wir trauen uns was, wir sind im Aufstieg und bei uns heißt es, wow, Vorsicht, wenn wir was anders machen, könnte unser Wohlstand in Gefahr sein, lasst uns alles machen wie 1960. Und das ist halt schon so. Also alles Käse. In die Filmindustrie und in die Hochkultur. Ja. In Hamburg hat ja die Elbphilharmonie zum Beispiel. Ja. Sehr gut. Ja, natürlich. Da wird investiert. Ja, ja. Ja. Mhm. Sehr gut. Und wir bauen neue Flughäfen. Wir haben, haben die Autos gerettet, als es darum ging, der Wirtschaft was Gutes zu tun. Ja, und den Banken haben wir viele große Gefallen getan. Auf jeden Fall. Da haben wir schon was die, getan. Die gute Professor Dr. Linda Breitloch war vor Monaten mal bei uns zu Gast. Und da hatten wir halt ja auch als Vorschlag gesetzt, wie wäre es denn, wenn wir tatsächlich ein Spiel, eine Simulation, also eine Bundesregierungssimulation machen, wo man aber da auch tatsächlich in Detail Schieberegler schieben kann, um einen echten Outcome sozusagen, also wie ein Businessplan-Generator. Das wäre doch mal schön, oder? Ja. Obwohl wäre auch lange. Wird doch keiner spielen. Nee. Auf gar keinen Fall. Vielleicht spielt ihr das ja dann. Eine Frage habe ich noch. Ich weiß auch gar nicht, wie spät wir es haben. Also ich habe eigentlich generell viel mehr Fragen, aber wir haben original nur noch 8 Minuten, laut Zeitplan. Das ist ja blöd. Mhm. Du hast nämlich angesprochen, neue, frische Leute kommen jetzt von der Games Academy, die SAE bildet aus, viele staatliche Universitäten sind inzwischen ebenfalls auf den Trichter gekommen und bilden dort halt gute Leute aus, beziehungsweise das Kulturthema wird ebenfalls behandelt, also unterm Strich, so Game Studies ist ja der Oberbegriff dafür, ne? So, was machen Spiele mit uns und so weiter und so fort. Aber siehst du da irgendeinen Generationswechsel aufkommen oder sonstiges? Ja, absolut. Weil ihr zum Beispiel arbeitet immer noch sehr gerne zum Beispiel daran, ihr habt Lords of the Fallen unter anderem mit einer komplett eigenen Engine erbaut. Und zwar heißt die Fletch. Und es gibt im Netz keine Seite, wo ich da Infos darüber hätte lesen können. Die ist fürchterlich geheim. Okay. Produziert von Bulldog. Drüber sagen. Nee, alles gut. Wir haben eine eigene Engine geschrieben und die musste sich dann natürlich mit einer Qualität von einer CryEngine oder Unreal Engine messen. Ja. Ob sie das jetzt überall getan hat, möchte ich gar nicht sagen, aber das war natürlich die Konkurrenz. Also wir mussten, wenn wir jetzt auf die nächste Generation von Konsolen gegangen sind, mussten wir natürlich zeigen, dass es auch cool aussieht, dass es performant ist und irgendwo sagt wahrscheinlich jeder, oh, da ist bei mir abgestürzt oder das war eine scheiß Framerate, aber überhaupt da mal drauf zu kommen auf das Ding. Als wir angefangen haben, darüber nachzudenken, gab es die Next-Gen-Konsolen noch nicht. Die sind ja noch nicht so alt, aber wir mussten ja das Spiel dafür entwickeln, dass es relativ früh rauskommt, mit einer eigenen Engine. Da mussten wir uns selber überlegen, wie funktionieren die Dinger, wie können wir das machen. Und das war schon ein ganz schöner Aufwand. Wir sind schon ziemlich happy, was wir da am Schluss hinbekommen haben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt jedem empfehlen würde, das so zu machen, aber wenn man es natürlich mal hat, ist es cool. Ja, jetzt können wir natürlich schöne Sachen damit machen. Jetzt können wir auch mit einer Grafik wie Lords of the Fallen den nächsten Titel angehen, was natürlich nicht nur Technik ist, sondern auch, was die Gestalter alles da draus gemacht haben. Also die Technik kann natürlich noch so geil sein, wenn du dann irgendwie hässliche Figuren hast und langweilige Levels, dann nutzt es auch nichts. Ja. Aber das zu haben ist sehr geil. Wir haben die auf sehr vielen Plattformen halt auch. Die funktioniert sogar noch auf iOS, also kannst du cool skalieren. Also ich glaube, weil du auch sagst, so Generationenwechsel. Ich glaube, jeder kann schon jetzt relativ schnell seine eigene Technik, seine eigene Idee machen. Er kann Engines verwenden, die er nicht selber bauen muss auf der anderen Seite. Ja. Er kann Engines verwenden wie Unity, wo er sehr schnell ein Projekt aufsetzen kann, wo alles irgendwo verfügbar ist. Und ich glaube schon, dass jetzt gerade Leute dazukommen, die neue Ideen haben und die richtig geile Spiele machen können und die sie für wenig Geld entwickeln können, die sie viel wirklich mit ihrem eigenen Herzblut machen können. Da kommen neue Ideen rein. Sie brauchen halt jemand, wie wir jemand gebraucht haben, als wir das erste Mal ein Spiel entwickelt haben, hatten wir, wie schon vorhin gesagt, keine Ahnung von gar nichts und haben einfach mal gemacht. Und da fliegt man natürlich auch oft auf die Nase oder hat die ersten 3 Spielideen einfach mal verbraten, weil man sie einfach nicht richtig umgesetzt hat. Da kann ich nur empfehlen, sich mit Firmen, die es schon mal gemacht haben, wie uns zum Beispiel zusammenzusetzen. Wir bieten uns da super gerne als Partner an, zu sagen, hey, ihr habt eine Idee, kommt zu uns, sprecht mit uns, vielleicht finden wir was Schönes, wie wir euch helfen können, es auf den Markt zu bringen und eben nicht zu sagen,
dafür braucht ihr einen Publisher. Denn wie du gerade gesagt hast, braucht man Publisher? Ja, man braucht sie für mehrere Millionen Euro Projekte, aber nein, man braucht sie nicht unbedingt für ein kleines Projekt, was für einen Publisher vielleicht total uninteressant ist. Kann er jetzt 10.000, 20.000 Stück davon verkaufen? Es gibt nicht so viele Publisher, für die das relevant ist. Ja. Oder das Ding auf 5 Plattformen rauszubringen, auf jeder irgendwie 3.000 Stück rauszuhauen, dort kann ein Entwickler schon seinen zweiten Teil von finanzieren teilweise oder seinen Ruf aufbauen mit. Ja. Oder auch Glück haben, dass das Ding durch die Decke geht, aber ein Publisher kann es gar nicht so betreuen. Du brauchst eigentlich eher jemanden, der dir hilft, dass die Leute auf dich hören, dass die Leute deine Community werden, dass du bekannt wirst. Und ich glaube, das wird ein riesiger Schub sein, den es in der nächsten Zeit gibt. Wir werden super viele coole Indie-Games sehen. Und es ist natürlich schön, wenn die irgendwo auch das Licht der Welt erblicken und man halt drüber spricht. Ich glaube, ja, in Finnland gibt es ja eine relativ große Bewegung, seit Jahren allerdings schon, wo halt die Großen, sprich Remedy und Co., einfach, da gibt es dieses offene Forum halt auch. Da gibt es ebenfalls keine Geheimnisse. Da stellt einfach irgendwer irgendwie irgendeine Frage. Ist vollkommen egal, ob man jetzt selber schon Erfahrung hat oder nicht, aber die Leute treffen in Helsinki zusammen und labern einfach. Ja. Also sowas in Deutschland gibt es eigentlich, also so ein großes, klar, es gibt GDC hier immer wieder, aber so ein ganz offenes Forum gibt es eigentlich nicht so richtig, noch nicht, oder? Ich glaube, es entwickelt sich gerade. Also es gibt verschiedene Veranstaltungen, die können da ein bisschen hingehen. Ja, Maze zum Beispiel ist sehr, sehr gut. Die Covades auch noch zum Beispiel. Also ist aber für viele Indies auch echt noch aktuell ein bisschen, es gibt Studentenpreise. Aber ja, du hast schon die Einstiegshürde noch. Also ich glaube, da ist noch eine Menge möglich gerade. Und ich glaube, was halt auch echt sein muss, du brauchst halt Ansprechpartner, die Lust haben, was mit dir zu machen. Ja, ja. Also gerade, wie du sagst, in anderen Ländern gibt es halt so, wie soll man sagen, Mentoren vielleicht. Genau. Wenn du so willst. Mentorenprogramme. Ja, also irgendwas, wo du einfach weißt, okay, die sind mir sympathisch, denen vertraue ich, habe eine coole Idee, ich weiß auch, wie ich es mache, aber dann weiß ich nicht weiter. Ja. Was machst du dann? Ja. Und wenn du zu deiner Bank gehst, dann hast du in 1% der Fälle Glück und die verstehen, was du machst. In 99% der Fälle sagen die, hä, Spiele, ist verrückt. Und zum Publisher, der sagt dann, das ist vielleicht ein Zukunftsmarkt, über den man noch gar nicht gesprochen hat. Werdet Banker. Und in der Bank sagt ihr dann, dass ihr nur für Spiele spezialisiert. Guerilla-Banker. Spiele-Guerilla-Banker. Hammer. Stellt euch das mal vor. Ich habe eine neue Idee. Jetzt ich, schon. Muss los. Warte, hier ist der NDA. Ich glaube, wir überziehen gerade. Das ist schade. 2 Minuten haben wir noch. Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht. 12 Uhr war, glaube ich, Schicht, oder? Regie? Ich versuche nämlich pünktlich zu sein. Das ist unser neues Credo. Wir Spieleentwickler versuchen das auch immer, aber... Geht nicht. Wobei, ich habe gehört, ich weiß nicht, ob das... Wir müssen aufhören. Ja. Ein Satz noch. Ich habe ja gehört, dass ihr super pünktlich fertig wart mit Lords of the Fallen. Wir waren ziemlich pünktlich fertig tatsächlich, aber das Spiel hat trotzdem in der Entwicklung viel länger gedauert als ursprünglich geplant. Aber es war nicht so, dass wir das Ende vergeigt hätten, sondern es war einfach so, dass wir mittendrin gesagt haben, boah, wir müssen einige Sachen echt anders machen. Es war nicht so, dass wir von Tag 1 3 Jahre lang wussten, wo der Zug hingehen sollte, sondern wir haben viel, viel, viel ausprobiert und verändert auch da drin. Aber der Schluss ging eigentlich ganz gut, ja. Sehr gut. Alles klar, Leute, wir müssen leider aufhören. Jan, vielen, vielen Dank. Wunderbar. Ebenso. Wir könnten wahrscheinlich Stunden und Tage und Wochen weiterschnacken. Deck 13, Jan Klose, Geschäftsführer, alter Creative Director. Hier ist er noch, aber wir müssen uns jetzt verabschieden. Und es gibt sogar noch Gedöns, habt ihr mitgebracht? Ja. Das werden wir gleich verlosen. Unter anderem Lords of the Fallen, einmal PC, Xbox One und PlayStation 4, als auch T-Shirts. Aber dadurch, dass wir aufhören müssen, überlege ich mir etwas. Folgt doch einfach über Twitter dem Hashtag... Industrie Skyporama. Dort werde ich gleich ein kleines Gewinnspiel announcen und dann werden wir uns irgendwas Lustiges einfallen lassen. So. Ne? Und dir erstmal viel Erfolg, allen schöne Grüße. Den knapp 40 Leuten ungefähr habt ihr? Ja, so 40, 50 ungefähr. 40, 50. Ja, schöne Grüße. Toi, toi, toi für die Zukunft. Und mal gucken, was als nächstes kommt. Habe ich nicht fragen können. Keine Zeit mehr. Ich höre auf. Jan, tschüss. Ciao. Ihr auch. Tschüss. Macht's gut.